Gegeben sind uns die Punkte a 2-1 und der Punkt b 5-5. Und nun möchten wir die Geradengleichung mit Hilfe der Zwei-Punkte-Formel aufstellen. Zuallererst notieren wir uns die Formel. Die lautet y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. Und das Ganze ist gleich y minus y1 geteilt durch x minus x1. Und nun heißt es einsetzen. Wir benutzen den Punkt A für alle Koordinaten mit 1, also das heißt, die 2 wäre unser x1, die 1 unser y1 und b benutzen wir für x2 und y2. Es spielt keine Rolle, ob ihr für a x1 oder y1 nehmt oder für b. Das ist egal. Also setzen wir ein. y2 wäre die minus 5. Minus 5 minus y1, das wäre die 1, geteilt durch x2 wäre 5 minus x1, das wäre wiederum die 2, ist gleich y bleibt y minus y1 geteilt durch x minus, nee, nicht x, hier minus x2, nee, minus x1, das wäre die 2. Das können wir zusammenrechnen, das wäre minus 5 minus 1 ergibt minus 6, geteilt durch 5 minus 2 ergibt 3. Das wäre das gleiche wie y minus 1 durch x minus 2. Das hier können wir noch kürzen, und zwar mit 3. Das heißt, das fällt weg. Und hier erhalten wir eine 2. Somit bleibt über minus 2 gleich y minus 1 geteilt durch x minus 2. Und nun lösen wir diese Gleichung nach y auf. Das heißt, wir multiplizieren die Gleichung mit x minus 2. Also wir bringen dies erstmal auf die andere Seite. Somit erhalten wir minus 2 mal, Klammer auf, x minus 2 ist gleich y minus 1. Jetzt müssen wir nur noch die minus 1 auf die andere Seite bringen, indem wir um 1 addieren. Hier erhalten wir, wenn wir das ausmultiplizieren, minus 2 mal x ergibt minus 2x. Minus 2 mal minus 2 ergibt plus 4. Und nun plus die 1 ist gleich y. Und somit, wenn wir das zusammenrechnen noch, erhalten wir y ist gleich minus 2x. 4 plus 1 ergibt 5.